Mein Name ist Hartmut Göbel, ich bin Neurologe, Schmerztherapeut, Diplompsychologe und ich leite die Schmerzklinik Kiel. Heute haben wir ein Denkmal eröffnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Es geht um Albert Einstein und um Hermann Anschütz Kämpfe. Dieses monumentale Denkmal zeugt davon, dass wir nachdenken sollen, vorausdenken sollen, umdenken sollen, neue Ideen entwickeln sollen. Und das hat der Bildhauer Jörg Bickert sehr, sehr schön umgesetzt. Wir zeigen hier einen Kreiselkompass, ein Gehirn als Symbol für die Ideen und nur die Silhouetten, also eine ganz strenge Reduzierung auf die beiden Wissenschaftler, die hier gewirkt haben. Also hier ist der Ansatz zu zeigen, dass hier in dem Stadtteil was passiert, gleichzeitig auf die Geschichte hinzuweisen und gleichzeitig auch etwas Zukunftsgerichtetes zu machen. Ich habe hier einen comicmäßigen Darstellungsstil gewählt. Ich habe hier ganz einfache Formen gewählt mit dem Ziel, dass das Kunst ist, die im Vorbeifahren erfasst werden kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch dieses Flüchtige hat auch etwas von Entwurf, denn hier haben Wissenschaftler gearbeitet, hier haben sie entworfen, hier haben sie Gedanken fabriziert, die auch Großes dann hinterher eben erzeugt haben. Und genau das passiert hier ja auch. Geomar, weltberühmt, Fachhochschule, hier an der Schmerzklinik wird auch geforscht. Insofern hat auch dieses Flüchtige, dieses Ideenhafte, hat auch einen besonderen Bezug hier zu diesem Ort. Nicht ohne Grund steht da ja auch Mündung der Ideen, weil hier ist der Standort der Ideen. Das hat Tradition und das soll auch so weitergehen. Ich bin Michael Schulz, der Geschäftsführer der Resio & Anschütz, also dem Unternehmen, das früher mal hier in der Schmerzklinik tatsächlich gesessen hat. Anschütz Kämpfe war unser Firmengründer, der ja 1905 das Unternehmen gegründet hat, also die Anschütz GmbH damals und dann hier später in das Firmengebäude in die Schmerzklinik eingezogen ist. Albert Einstein war letztendlich sein technisches Hirn später ab 1915 und nachher auch sein Freund. Die beiden haben hier an diesem Ort gewirkt, haben zusammen entwickelt, nachgedacht, schöne Stunden verbracht und haben ein neues Navigationssystem entwickelt, den Kreiselkompass. Einstein war immer hier in Kiel sehr, sehr gerne. Er hat sogar eine Wohnung hier an diesem Ort bekommen von Anschütz Kämpfe. Und er hat dann von hier aus sogar die Idee entwickelt, nach Kiel umzuziehen. Der Antisemitismus in Berlin wurde immer schlimmer und er wollte da nicht mehr bleiben. Und deswegen hat er überlegt, nach Kiel hier an diesem Ort in den Anschützwerken weiterzuwirken. Leider war aber auch der Antisemitismus hier in Kiel aufgebrandet. Und Einstein hat von dieser Idee abgesehen und hat dann 1926 zum letzten Mal hier diesen Ort besucht und 1931 hat er Deutschland komplett den Rücken gekehrt. Insofern ist das Denkmal auch ein Mahnmal, aufzupassen, dass wir uns vor solchen Gedanken schützen und aufpassen, dass die Freiheit der Wissenschaften, der Gedanken erhalten bleibt. Der heutige Tag war ein wirklich schöner Tag. Wir haben sehr viele interessierte Menschen kennengelernt. Es war eine ganz große Resonanz. Die Stimmung war wunderbar. Die Sonne hat geschienen noch dazu. Das Denkmal hat sich präsentiert, so wie es gedacht war. Alle haben reflektiert, was gewesen ist, welcher besondere Ort das hier ist und haben ja mit großer Freude in die Zukunft hinein reflektiert, was man hier noch machen kann. Und das war sehr erfüllend. Und ich bin sehr dankbar für die große Resonanz, die heute hier zu sehen und zu hören war.